Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch mal aus diesem Blog von Teddy, müsste Teddy sein, ja, Teddy, steht sogar drauf, eine Hochzeitskarte basteln. Ja, ich habe den gekauft und habe gedacht, irgendwas müssen wir auf jeden Fall daraus basteln und das machen wir heute. Ich habe jetzt mal bei mir so ein bisschen rumgekramt und zwar habe ich hier noch ein ganz altes Set von Action. Ich glaube jedenfalls, dass es ganz alt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe hier mal durchgeforstet und ganz viel weggeschmissen und aussortiert und ich habe das auch schon länger, das weiß ich. Das sind bestimmt auf jeden Fall schon 3 Jahre. Und da habe ich mir jetzt diesen Bogen rausgesucht. Der ist einfach nur mit so Rosen in rosa gehalten, weil das ist ja auch rosa. Das könnte vielleicht passen. Da könnt ihr einfach mal gucken, was ihr so da habt. So, und ich habe gedacht, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir auch schon, das war auch beim Action mal, das sind diese verschiedenen Papiere. Das ist ja so meine Ordnung hier. Dann schreibe ich mir hier halt drauf, welche Grammatur das hat. Und hier oben ein so ein Farbklecks. Wie ihr seht, ist das einmal ausgestanzt. Dann hat man das immer beim Blick, beim Blättern. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Ja, da werde ich jetzt einfach mal die Mattung machen. Und ich werde das einfach hier benutzen. Das sieht sowieso keiner nachher, weil wir da ja rüber kleben. So, das machen wir erstmal in 14,35 mal 10 cm. Machen wir gleich 2. So. Gut, dann haben wir schon mal die Mattung. Aus diesem Papier, das schneiden wir uns auch einmal zurecht. Das wird dann 13,85. So, jetzt nehme ich aber meinen anderen Schneider, weil meine Klinge schon stumpf wird. Das kennt ihr leider von mir. Ich habe es immer noch nicht geschafft, sie mir neu zu kaufen. So, und das ist dann 9,5. Also 13,85 mal 9,5. Da mache ich dann gleich 2. Dann haben wir da nämlich gleich 2 Karten von. So. Oh ja, das passt auf jeden Fall schön zusammen mit dem Blütenrosa oder was auch immer das für ein Rosa ist. Es passt perfekt hierzu. Das finde ich schon mal gut. Dann haben wir ja hier diesen Katalog, wollte ich gerade sagen. Und da nehmen wir uns auch mal irgendwas raus. Das könnte ganz gut aussehen. Oh, das ist aber ganz schön groß. Okay, das habe ich nicht berechnet, aber ist egal. Das können wir auch nehmen. Das ist auch viel zu groß, aber das ist völlig wurscht, weil das schneiden wir uns jetzt einfach zurecht. So. Gut, also ich würde sagen, das stanze ich einmal aus. Da finde ich bestimmt irgendwie eine Kreisstanze. Und hier muss ich mir noch mal ganz kurz überlegen, was ich denn damit mache. So, meine Gedanken liegen hier alle, wie ihr sehen könnt. Ich habe es jetzt einfach ausgeschnitten. Aber was mein Gedankengang gewesen wäre, so eine Rechteckstanze, eine Achteck, viele Eckenstanze und das dann hier rauf zu setzen oder so zu setzen und das dann auszustanzen, wäre vielleicht auch witzig gewesen, weil ja hier die Vierecke übereinander liegen. Wäre bestimmt auch witzig gewesen, aber ich habe mir gedacht, das ist mir zu ein großer Placken dann nachher auf der Karte. Genau. So, dann habe ich das jetzt einfach mal mit der Hand ausgeschnitten, geht auch und das finde ich ist völlig okay. Dann habe ich jetzt hier, das gab es glaube ich mal bei Action, so Kreisstanzen mit so einem was auch immer drumrum und hier ganz normale Kreisstanzen. Da habe ich jetzt hier einmal aus dem ersten Set eins mit so einem gestitchten Rand. Wenn man das hier jetzt rauflegen würde, wären zwar die Kugeln weg, ist ja nicht schlimm.
Oder die Kugeln sind in dem gestitchten Rahmenrand. Oder man nimmt sich die Kreisstanze und stanzt das mit den Kugeln aus. Also die Punkte, die hier drauf zu sehen sind. Die da. Ja. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ich habe das jetzt mal ausgestanzt. Das ist die ganz normale Kreisstanze gewesen. Und das hier ist mit diesem gestitchten Rand. Das Witzige ist, man sieht überhaupt nichts davon. So ganz mini da oben könnt ihr was erahnen. Also es ist eigentlich völlig wurscht, welchen ich nehme. Und bei beiden ist auch noch der gepunktete Rand. Also würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, die Karten zusammenzusetzen. Ich habe jetzt extra nichts ausgestanzt, weil ich habe hier noch so ein ganzes Sammelsurium an sämtlichen Stanzen. Und ich habe mir gedacht, wir werden einfach mal die Reste aufbrauchen. Ja, hier ist noch von dem letzten Hochzeitsprojekt ein Blümchen über. Das würde sich ja tatsächlich ganz gut hier bei dem Runden machen. Was haben wir hier? Das Eckige. Hier könnte man auch noch was zusammensetzen. Ah, hier habe ich noch jede Menge, ne? Meine Lieblingsstanze, ihr wisst. Ja, da müssen wir nochmal beigehen. Ja, hier sind jede Menge. Auch mal, hier ist noch so ein Ginkgo-Blatt. Das würde ja auch prima passen. Ja, ich würde sagen, ich werde hier einfach mal mein Sammelsurium an... Auch hier ist noch ein halbes Blatt. Passt auch. Hier raussuchen, was so zusammenpassen könnte. Dann sehen wir uns gleich nochmal zurück. So, ich habe jetzt hier nochmal in meiner Restekiste rumgewühlt und hier so ein bisschen was gefunden, was man vielleicht benutzen könnte. Bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich aus dem Set Schöne Gedanken, was übrigens einer meiner Lieblingssets ist, hier sind nämlich diese filigranen Stanzteile dabei, habe mir hier nochmal was in Rosa und in Weiß ausgestanzt und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen hier was ausprobieren und dann zeige ich euch gleich, was draus geworden ist. So, ich habe die Karten fertig gestaltet. Ihr könnt irgendwie kaum was sehen in der Kamera, aber deswegen zeige ich sie euch jetzt ja. Ich habe jetzt ja hier mit den kleinen Stanzformen hier nochmal ein bisschen was hinterlegt. Hier hatte ich noch die Herzen. Die sind aus Rustikal Floral aus dem Set von Stampin' Up. Das ist auch aktuell im Jahreskatalog. Richtig tolles Set. Nicht nur für Hochzeiten, für Valentinstag und. Herzen kann man immer gebrauchen. Ja, hier habe ich jetzt einfach das so ein bisschen umschmückt. Und durch den ganzen Hintergrund, finde ich, reicht es auch. Hier kann man noch so ein paar, zwei, drei Glitzersteinchen hinsetzen. Das mache ich vielleicht noch. Und hier haben wir das auch nochmal. Hier haben wir den Kreis ausgestanzt mit der Botschaft. Und fand ich tatsächlich ein bisschen einfacher zu gestalten als das Sechseck. Recht? Was auch immer. Und ja, hier sind auch nochmal die Herzen aus dem Set Rustikal Floral. Und hier die Stanzform einfach so ein bisschen übereinander geklebt. So ein bisschen erhöht. Das fällt euch leider ein bisschen, sieht man halt schlecht in der Kamera. Und hier halt auch ein bisschen erhöht. Ja. Also ich hoffe, dass euch die Idee auch gefallen hat. Kann man ja auch für was anderes nutzen. Muss ja nicht nur Hochzeit, kann ja auch Valentinstag oder einen lieben Gruß oder sein. Das ist jetzt aber mal Hochzeit und ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Oh, und ich sehe gerade, ich habe hier rumgekleckert. Oh, das seht ihr nicht, das ist gut. Hier habe ich gekleckert mit Kleber. Wenn ihr so einen Radierer habt, ne? Radiert ihr euch das hier einfach weg und dann sind auch die Klebestreifen und die Kleberänder weg. So, egal. So, ich habe das wegradiert. Ihr seht es jetzt nicht mehr, was ihr vorher auch nicht gesehen habt. Nee, schade, schwierig einzufangen. Auf jeden Fall funktioniert es. Ja, und ich hoffe, dass euch die Idee auch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.